Manche Leute sind ganz überrascht, wenn sie einen Zoom-Call mit mir haben und mich dann hier in diesem Setting sehen, wie sie es schon aus meinen Videos kennen. Und dann fragen sie, hey, wie hast du das eingerichtet, Judith, dass du jetzt eben auch diese Tiefenunschärfe hast und dass du so deine Zoom-Calls geben kannst. Deshalb werde ich in diesem Video dir mal zeigen, wie ich mein Setting hier aufgebaut habe für meine Kurse und auch für Mastermind-Gruppen, die ich über Zoom gebe. Hallo und herzlich willkommen. Ich filme jetzt mit der Sony FX3. Das ist eine größere, teure Systemkamera und die habe ich jetzt eben auch angeschlossen, wenn ich live streame. Das heißt, ich habe dank dieser Kamera diese Tiefenschärfe, weil ich eben mit einem guten Objektiv arbeite und weil ich mit kleiner Blendenzahl arbeiten kann. Wie du Tiefenschärfe ins Bild kriegst oder eben diese tiefen Unschärfe, das habe ich schon mal in einem anderen Video erklärt. Mit der Webcam kann ich das eben nicht, deshalb habe ich jetzt diese größere Kamera. Ich habe zwar noch eine Webcam auch da, aber dazu komme ich später. Also, hauptsächlich meine Erstkamera ist mal diese Sony FX3. Und damit ich die an meinem Rechner und dem MacBook, der hier vor mir steht, anschließen kann, brauche ich einen bestimmten Adapter. Ich habe zum Beispiel einen Cam-Link, den kann ich hier über HDMI mit USB verbinden und dann kann ich die Kamera an meinem MacBook anschließen. Im Moment habe ich aber meine Kamera über ein 8 Mini Pro ISO angeschlossen. Das ist so ein kleines Mischpult, das hier auf meinem Pult steht. Und da kann ich eben mehrere Kameras anschließen. Also ich könnte bis 4 Kameras anschließen. Ich habe im Moment 2 Kameras angeschlossen, damit ich auch während einem Livestream die Kamera einfach wechseln kann. Werde ich nachher auch noch vorführen. In meiner Sony FX3, da steckt ein sogenannter Dummy-Akku. Das heißt, es ist ein Akku, der mit dem Strom verbunden ist. Also ist eben nicht wirklich eine Batterie, sondern ich habe da ständig Stromzufuhr. Und das ist natürlich wichtig, gerade für Livestreams, damit mir nicht plötzlich in einem Zoom-Call der Strom ausgeht. Dann stehen vor mir auf der Seite 2 LED-Panels, die mir Licht geben. Ich habe also eine 2-Punkte-Ausleuchtung. Ich habe im Hintergrund noch ein Fenster, hier hinten von der Seite, die gibt mir noch so ein bisschen ein drittes Licht, eine 3-Punkte-Ausleuchtung. Hier im Hintergrund, da steht noch eine Lampe, mit der ich diese Laterne ausleuchte. Und zwar ist das eine kleine Lampe, mit der ich eben Farbe noch in den Hintergrund bringen kann. Ich habe die kürzlich in einem Video vorgestellt, wo ich zeige, wie man eben den Hintergrund verschieden gestalten kann. Neben meiner Sony-Kamera, da steht meine Logitech Brio 4K. Die habe ich früher immer benutzt für meine Zoom-Calls. Unterdessen arbeite ich hauptsächlich mit der Sony-Kamera, weil ich es eben schön finde, diesen Hintergrund, die Unschärfe. Es gibt mir ein professionelleres Bild. Aber leider überhitzt meine Kamera manchmal und fällt aus oder aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht immer genau warum. Deshalb habe ich einfach zur Sicherheit ein Backup, damit ich einfach switchen kann schnell auf die Brio 4K. Ich habe in anderen Videos auch schon empfohlen, dass ihr mit einer externen Webcam arbeitet, weil ihr die auf ein Stativ stellen könnt und sie die bessere Qualität hat als die interne des Desktops. Und die Webcam ist wirklich die, deshalb habe ich immer mit der gearbeitet, ist einfach die, auf die ist Verlass. Mir hat noch nie eine Webcam oder meine Brio 4K den Geist aufgegeben, also die wird als Backup hier bleiben. Wenn ich Videos aufzeichne, dann trage ich meist ein kleines Lavalier-Mikrofon. Wenn ich live bin, dann nehme ich aber oft auch dieses Boya-Mikrofon, Tischmikrofon, das ich über USB mit meinem MacBook verbinden kann. Und so, es hat eigentlich den besseren Ton als das Lavalier-Mikrofon. Ich finde es schöner ohne dieses große Mikrofon, deshalb nehme ich oft noch das kleine. Aber für Live-Dinge, wo ich einfach hier am PC bin und zum Beispiel 1:1 Gespräche habe, dann arbeite ich gern mit dem. Das ist so praktisch, kann ich das einfach hinstellen. Und was ich absolut großartig finde, ist mein Teleprompter. Ich schaue jetzt in meinen Teleprompter nicht, weil ich den Text ablese, aber weil der einfach hier
fix installiert ist vor meiner Kamera und ich habe einen Monitor in diesem Teleprompter und auf dem Monitor, da kann ich jetzt eben Zoom-Meetings und andere Livestreams spiegeln. Und das ist wirklich genial, weil ich da gleichzeitig in die Kamera schauen kann und gleichzeitig meine Zuhörer, meine Kollegen im Zoom-Meeting sehe. Also das ist etwas, das möchte ich wirklich nicht mehr missen. Und wenn meine Kamera mal ausfällt und ich in meine Brio schauen muss, dann bin ich manchmal ganz konfus. Früher hatte ich das so drin, oder? Dass ich, da habe ich einfach in meine Webcam geschaut und jetzt habe ich mich sehr gewöhnt an diesen Teleprompter. Und ja, finde es wirklich genial, diese Lösung. Also ich verlinke auch gerne nochmals das Video und du siehst hier auch etwa, wie das aussieht. Dann habe ich noch eine zweite Kamera. Die habe ich jetzt hier. Das ist die Sony A7 III. Und die kann ich jetzt eben zusätzlich auch noch für mein Zoom-Meeting einsetzen. Also wenn ich mal irgendeinen Adapter habe, den ich von nahem zeigen will, oder wenn ich auch mit dem Smartphone etwas zeige, dann kann ich zwar mein Smartphone direkt an Zoom anschließen, damit die Leute den Bildschirm sehen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel zeige, wie ich auf eine App etwas schneide hier, dann ist das halt, wenn ich das mit der Kamera aufnehme, dann sieht man auch meinen Finger und das kann manchmal auch helfen. Es ist auch noch Backup, weil manchmal die Zoom-Lösung mit dem iPhone verbinden auch nicht ganz stabil ist und dann kann ich immer noch notfalls hier switchen und meinen Bildschirm filmen. Diese Sony A7 III und meine Sony FX 3 habe ich jetzt mit einem HDMI-Kabel verbunden. Du siehst hier, kommt das raus, habe ich einen kleinen HDMI-Stecker, der geht dann rein in mein Atem Mini Pro ISO und hier kann ich jetzt wechseln von der Kamera 1 auf die Kamera 2 und könnte jetzt im Zoom-Meeting eben etwas aus der Nähe zeigen und kann dann wieder auf Kamera 1 wechseln. Das ist mein Setting, mehr brauche ich im Moment nicht. Mit dem Atem Mini könnte ich noch viel mehr. Ich könnte mehr Kameras anschließen. Ich kann da auch ein Mikrofon anschließen. Ich kann sogar ein Backup aufnehmen. Das werde ich auch noch austesten, dass ich eine Festplatte anschließe und ein Backup aufnehme. Bin ich im Moment aber noch nicht so weit. Für mich ist vor allem diese Funktion mit diesen zwei Kameras, die ich per Knopfdruck wechseln kann, sehr cool. Ich habe einfach noch so strommäßig vielleicht meine Kamera mit dem Dummy-Akku, mein Licht und auch mein Atem Mini habe ich alle auf der gleichen Steckdosenleiste und die kann ich hier einfach per Knopfdruck ausschalten, so dass wenn ich arbeite und ein Video aufnehmen kann, einfach Strom einschalte und alles läuft und vor allem dann auch wieder ausschalte, damit nicht irgendwie die Kamera die ganze Nacht noch läuft. So kann ich auch sicherstellen, dass ich nicht unnötig Strom verbrauche. Möchtest du nochmals genau wissen, welchen Teleprompter und welchen Monitor ich benutze, was für Webcam ich empfehle und welche Mikrofone, dann lade dir jetzt meinen Ratgeber herunter. Dort habe ich dir diese Produkte nochmals beschrieben und auch verlinkt. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen oder vielleicht auch mal live auf Zoom. Bis dann. Tschüss.